machst denn du hier? Ich. Ich wollte nur wissen, ob's stimmt. Was stimmt? Nee, ich habe gehört, dass Martin und Jacqueline, die sollen wohl haben. Was? Okay, also erstmal, jede Frau, die sich mit einem Kerl einlässt, die muss damit rechnen, dass er irgendwann beschissen wird. Das sind alles geile Böcke. Die können nun mal ihr Ding nicht in der Hose halten. Also ich bin da ja ganz anders. Ich zum Beispiel, ich habe... Warte mal, du bist ja wohl auch nur ein Kerl. Und wenn du hier nicht gerade quer durch die Republik, dann mag das vielleicht daran liegen, dass dich vielleicht keiner ranlässt, ja? Also... Am Abend. Nach dem heißen Sex ist Martin wie ausgewechselt. Seine Ehefrau macht ihm aber wieder einen Strich durch die Rechnung. Du bist ein Held. Sexy und begehrt. Ich könnte eine nach der anderen. Die ganze Klasse. Sag mal, was treibst du denn da? Fühl mal. Nee, danke. Fühl doch mal. Weißt du, was ich noch anspannen kann? Lass mich in Ruhe damit. Ich habe meine Meinung nicht geändert. No Sex, kapiert? Wo hast denn die Teile jetzt wieder her? Die habe ich doch erst weggeworfen. Ja, ich habe mir neu geholt. Ich musste ohne Unterwäsche und mein Kleid in die Stadt fahren und mir neue Unterwäsche holen. Und stell dir vor, ich habe gleich einen Zehnerpack bekommen. Was trotzdem denn so? Du warst nackt in der Stadt. Ja, was kann ich sonst tun? Das ist geil. Kannst du das nochmal machen? Kannst du nochmal nackt in die Stadt fahren? Lass uns zusammen nackt in die Stadt fahren. Sag mal. Nackt. Hast du nicht mehr alle? Geht's dir überhaupt gut? Geh weg hier. Geh da rüber, das ist deine Bettseite. Ich habe extra das Bett umgestellt. Jetzt hör auf, mich immer wegzuschubsen. Ich habe mich lange genug von dir wegschubsen lassen. Meinst du, andere Frauen wollen mich wegschubsen? Ach, da hier weht der Wind. Ja, du bist jetzt total stolz, weil diese Pflippchen dich total anhimmeln. Nee. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich bin doch nicht bescheuert. Ich sehe doch, wie diese kleinen Schlappen dich mit Blicken verschlingen. Dann doch eine von denen, wenn du es so nötig hast. Ich will aber nicht die. Ich will dich. Ist doch total egal. Dir ist doch total egal, wo du deinen Pimmel reinsteckst. Aber eins sage ich dir. Wenn ich dich mal einmal mit einer dieser Schlampen erwische, dann und die Kleine auch gleich mit. Und außerdem, ich will nicht, dass die ganze Nachbarschaft tratscht. Du bist verrückt. Lange habe ich darauf gewartet. Ja? Ich will dich nicht betrügen. Ich will dich. Gute Nacht. Tina darf Martin ihre Entscheidung zur Enthaltsamkeit nicht aufzwingen. Die beiden müssen dringend über einen Kompromiss sprechen. Aber heimliches Fremdgehen ist ganz sicher keine Lösung. Kurz darauf. Für Jacqueline, Monique und Ines zählt nur eines. Spaß. Und, was machen wir heute Abend noch so? Also ich habe ja gehört, dass es hier in der Nähe eine geile oder halbwegs geile Disco geben soll. Echt? Vielleicht könnten wir da ja mal vorbeischauen. Oh cool, darauf hätte ich Bock. Ich muss mal jemanden wieder abschleppen. Nee, Mädels, ich hatte heute schon Sex und jetzt noch in die Disco zu gehen, habe ich echt keinen Bock. Oh, komm, Jacqueline, du selbstsüchtiges Miststück. Nur weil du deinen Spaß schon mit dem Sexgott hattest, ist es dir egal, was uns beiden wird oder was. Was geht denn mit dir ab, hör mal, ey? Keine Sorge, immer mit der Ruhe, Liebes. Ich gönne euch auch euren Spaß mit Martin. Wie? Das wäre okay für dich? Natürlich, ihr seid mal Freundinnen. Und du bist doch. Ich teile alles mit euch. Ich gönne euch das wirklich vom Herzen, wenn ihr auch mal Spaß habt. Toll. Ja? Könnt ihr mal die Musik ein bisschen leiser machen? Ich will schlafen. Verzieh dich. Mir doch egal. Wenn ihr nicht sofort die Musik leiser macht, dann werde ich euch bei der Leitung verpetzen. Komm mal her, Ralf. Willst du dich mitfeiern? Naja, ich weiß nicht so richtig. Komm schon. Ralf, du bist so ein Langweiler. Naja, wie
Wie feiert ihr denn? Hier, nimm erstmal einen Schluck Prosecco und setz dich zu uns. Wir wollten gerade Karten spielen. Hier ist auch ganz trocken, Ralf. Bocker alle? Schlecht. Ich habe noch eine Idee, Ralle. So ganz spontan, ne Mädels. Fesselspielchen. Oh ja, und Ralf darf anfangen. Oh ja. Ja. Na, wo sitzt sie schön hin? Mach ihn gut fest, oh, richtig ja, am Stuhl und am Handgelenk. Und jetzt? Was machst du? Ah! Ja. Und tschüss, Klamotten! Yeah! Und tschüss! Hä, und wie geht's jetzt weiter? Was hast du denn gedacht, wie es weitergeht? Hä, was soll das jetzt? Wenn es dir zu langweilig wird, kannst du ja gerne nach Hilfe rufen. Was soll der Mist? Bei allem Verständnis für einen guten Scherz, das hier ist definitiv keiner mehr. Das, was die drei Mädels hier gemacht haben, erfüllt den Tatbestand der Freiheitsberaubung und der Nötigung. Am nächsten Morgen. Die Schülerinnen lassen nichts anbrennen. Heimleiter Martin hat keine Chance, ihnen zu entkommen. Und Mädels, was machen wir heute noch? Also ich würde zuerst sagen, wir seilen uns von denen hier ab, ja? Und gehen nicht ins Museum. Ja, wir können eine Runde im Garten chillen und vielleicht danach in die Disco. Ja, gute Idee. Gut, ja. Guck mal, wer da kommt. Ja. Martin. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Braucht hier noch jemand mehr? Ja, klar, ich kann doch immer, das weißt du doch. Ey, ganz ehrlich, du benimmst dich wie eine läufige Hündin. Gibt's auch irgendwen, den du nicht ranlässt? Ja, dich. So, Kinder, ich fahre jetzt in die Stadt einkaufen. Gibt's irgendwelche besonderen Wünsche für den Abend? So, gibt's irgendwelche Vegetarier, Veganer, keine Ahnung? Ja, klar. Rat kann ich dir geben, Fleisch. Fleisch ergibt nämlich die Fleischeslust. Okay, alles klar. Gut, Fleisch, was noch? Ja, hier, ich hätte gern Austern, wenn du schon dabei bist. Oder Kaffee ist auch okay. Danke. Ja, sehr lustig. Ich lache gerne später auch mit. Ach, Martin kann ihnen echt leid tun. Ich finde, wir sollten ihn eine Runde aufheitern, jetzt wo der Drache aus dem Haus ist. Ja, das ist eine gute Idee. Dass du dich aber auch immer vordrängeln musst, Monique. Yeah, baby. Jetzt schnappt sie sich ihn. Oh, viel Spaß. Martin, ich hätte noch einen speziellen Wunsch. Ja, ich habe es gibt das, was es im Buffet gibt. Mehr kann ich da nicht anbieten. Außerdem war ich ja gerade draußen gefragt. Ich denke schon. Ich möchte, dass du meinen Hunger stillst. Jetzt gleich hier in der Küche. Oder traust du dich etwa nicht? Bist wohl doch kein Sexgott, wie Jacqueline behauptet hat. Schade. Junge Dame. Du hast keine Ahnung. Ich bin keine Dame. Ich bin ein böses Mädchen. Jetzt leg endlich los. 15 Minuten später. Boah, ich möchte gar nicht wissen, was Martin gerade alles mit Monique anstellt, ey. Du musst es ja wissen, Jacqueline. Ja, genau, das ist ja mein Problem. Oh, oh Mann. Scheiße, da ist Tina. Was? Wo? Oh Gott, fuck. Oh, mach Tina, was. Tina. Entschuldigung, ich hatte mal eine Frage. Sag mal, wegen heute Abend, ja? Mhm. Ich würde vielleicht doch mal was Vegetarisches ausprobieren zum Abendessen. Also auch heute Abend gibt es Nudeln mit Hackfleischsoße. Aha. Mhm. Und wenn du sie weglässt, dann sind die Nudeln vegan. Also wirklich? Echt? Du wolltest mich doch nicht verarschen, oder? Ja. Ich bin doch nicht blöd. Hilfe! Spinne! Tina, Hilfe! Tina, Tina, Hilfe! Tina. Komm schon, Hilfe, Spinne! Jacqueline hat panische Angst vor Spinnen. Sie fällt gleich in Ohnmacht.
Die beiden sind echt raffiniert und schrecken vor nichts zurück. Andererseits sind sie aber auch echte Freundinnen. Denn wenn Tina jetzt ins Haus geht, haben Monique und Martin ein echtes Problem. Wo soll sie denn bitte sein? Ich höre, die war da. Die war an meinem Bein, da unten, unterm Bein. Ja, bitte. Ja, sie ist doch längst schon weg. Die ist hier. Normal, dass es im Sommer Spinnen gibt. Komm, wir suchen sie. Hi. Hi, Lana. Was ist hier das Problem? Die Kleine hat angeblich Angst vor Spinnen. Ich habe überhaupt keine Lust, dass ich hier noch kollabiere. Danke. Schon. Danke. So, hier soll jetzt eine Spinne sein, ja? Ja. Gut, na, dann gucke ich mal. So, Mädels, Spinne ist draußen. Könnt euch wieder reinlegen. Danke für den geilen Sex. Jacqueline hat dich untertrieben. Ach, lass mal bei mir hart zu machen. Mann, das glaube ich nicht. Das ist es nicht. Stopp. Ja, sondern? Ich hatte eine Zecke am Rücken. Sie hatte eine Zecke am Rücken. Wir haben Schulterblatt, da kommt sie ja selber gar nicht dran. Danke für die Hilfe, Martin. Halt die Klappe! Hau ab! Raus hier! Schatz, jetzt beruhig dich doch mal. Du kannst das Mädel nicht so anschreien. Also ich will nicht länger stören, aber nichts dir ungut. Drecks! Ich weiß, dass das komisch aussah, aber sie hat eine Zecke. Ich hab diesen Schnauze voll vor lauter Zecken und Spinnen und diese und einem Mann, der die ganze Zeit Tag und Nachts nordgeil durch die Gegend läuft. Mich kotzt auch so einiges an. Zum Beispiel, dass mich meine Frau nicht mehr ranlässt oder dass sie mir unterstellt, dass ich habe Kinder. Diese sind keine Kinder. Sie sind mit allen Wassern gewaschen. Jeder von denen hat jede Woche so viele Männer, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht hatte. Überleg mal, woran das liegt. Weißt du was? Dich. Martin betrügt seine Frau und hintergeht sie. Tina beleidigt ihn und findet sein Verhalten unmöglich. Vielleicht wäre es für die beiden besser, sie würden sich trennen. Oh, da kommt sie. Echt? Monique! Hey! Oh, erzähl! Das war so knapp, wirklich. Ja? Ja. Oh Gott, ich bin voll fertig. Oh Mann, das tut mir echt voll leid. Aber wirklich, wir haben unser Bestes gegeben. Aha. Inklusive Spinnenphobie. Ja, mir hat sie die Zecke auch nicht abgekauft. Ja, lacht nur. Lacht nur. Das Lachen wird euch schon vergehen. Pass mal auf. Ich werde die Luft aus euren Silikonbrüsten hier rauslassen, wenn ich noch eine von euch in der Nähe meines Mannes erwische. Verstanden? Kapiert? Hallo, ich habe überhaupt nichts gemacht. Noch ja, nicht? Und ich bin natürlich. Ja, es reicht schon hier, Dachhock. Also diese Nichts von Hose ist Beleidigung für jede Frau, die ihren Verstand nicht ausschließlich zwischen ihren Beinen hat. Oh Mann. Und überhaupt, so dumm wie ihr seid, ich kapiere überhaupt nicht, wie ihr das Abitur geschafft habt. Oh. Apropos hübsch und klug, Mädels. Findet ihr nicht auch, ich habe die geilsten Titten von uns allen?